Herzlich willkommen an diesem Sonntag in der Passionszeit zum Gottesdienst. Schön, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt, hierher, dass wir miteinander diesen Gottesdienst feiern, neue Kraft bekommen, indem wir auf Jesus blicken und nachdenken, was er für uns ist und warum musste Jesus sterben. Dieser Frage will ich heute in der Predigt nachgehen. Und das Bibelwort aus Matthäus 20, das über diesem Sonntag und über der neuen Woche steht, weist die Richtung, in der wir die Antworten finden. Denn dort sagt Jesus von sich, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung als Lösegeld für viele. Wie gut, dass er unser Erlöser ist, dass er jetzt hier ist. Und wir wollen uns in das Licht seiner Liebe, seiner Güte, seiner Gnade stellen, dass er uns neue Kraft gibt und den Weg weist für die kommenden Tage. So kommen wir jetzt und feiern diesen Gottesdienst in seinem Namen, im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und es ist schön, dass der Posaunenchor hier ist und die Orgel spielt, und das ist zum Lob Gottes. Und so bitten wir ihn jetzt, dass er mit seinem Licht zu uns kommt, mit Posaunenklängen, mit den Orgelklängen, mit diesem nächsten Lied, Morgenglanz der Ewigkeit. Gemeinsam beten wir Psalm 43, und wenn es möglich ist, bitte ich aufzustehen. Gott, schaffe mir Recht und führe meine Sache wider das unheilige Volk und errette mich von den falschen und bösen Leuten. Denn du bist der Gott meiner Stärke. Warum hast du mich verstoßen?
Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich dränget? Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung, dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist. Und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Barmherziger Gott und Vater, so viele Menschen warten heute auf deine Hilfe. Menschen, von denen wir wissen, Menschen, von denen wir nichts ahnen. Wir bitten dich für alle, höre ihre Stimme. Du bist doch unser Heiland, Erlöser, das ist dein Name von alters her. Und du weißt genau, was wir heute mitbringen an diesem Morgen, in diesem Gottesdienst. Was uns und die Menschen, die uns am Herzen liegen, beschwert und belastet. Dir bringen wir es im Gebet. Dir nennen wir die Namen dieser Menschen in der Stille. Und vertrauen auf dich, Jesus, weil du gekommen bist, nicht um zu herrschen, sondern um zu dienen. Danke, dass du unserer Schwachheit hilfst. Danke, Heiliger Geist, dass du uns führst und leitest. Dir öffnen wir unser Herz. Dreieiniger Gott, und beten weiter für uns und die Menschen um uns herum, miteinander und füreinander in der Stille. Danke, Herr, dass du uns kennst und die Worte verstehst, auch die halblaut geflüsterten, gedachten Worte des Herzens kennst und verstehst, ja, dass du uns besser kennst, als wir uns oft selber kennen oder verstehen. Und jetzt hilf uns, dass wir dich und deinen Weg des Heils, den du mit uns gehen möchtest, besser verstehen. Dass wir deine Stimme besser verstehen und dich hören. Amen.
Wir hören die Schriftlesung aus Johannes 11, die Verse 45 bis 54. Die Leute, die bei Maria waren, hatten miterlebt, was Jesus getan hatte. Daraufhin kamen viele zum Glauben an Jesus. Aber einige von ihnen gingen zu den Pharisäern und erzählten ihnen, was er getan hatte. Da beriefen die führenden Priester und die Pharisäer den jüdischen Rat ein. Sie sagten: Was sollen wir tun? Dieser Mensch vollbringt viele Zeichen. Wenn wir ihn so weitermachen lassen, werden alle an ihn glauben. Dann werden die Römer kommen und unseren Tempel zerstören und unser ganzes Volk vernichten. Zum jüdischen Rat gehörte auch Kaiphas, der in dem Jahr der oberste Priester war. Er sagte: Ihr versteht gar nichts. Bedenkt doch, es ist besser für euch, dass ein Mann für das Volk stirbt, besser, als dass das ganze Volk vernichtet wird. Das sagte er aber nicht von sich aus, sondern weil er in dem Jahr oberster Priester war. Dadurch konnte er wie ein Prophet voraussagen, dass Jesus für das Volk sterben wird. Und nicht nur für das Volk, sondern auch, um die Kinder Gottes in der ganzen Welt zusammenzuführen. Von dem Tag an war der jüdische Rat fest entschlossen, Jesus umzubringen. Danach zeigte Jesus sich nicht mehr in der Öffentlichkeit. Er zog von Judäa weg zu einem Ort namens Ephraim, am Rande der Wüste. Dort blieb er mit seinen Jüngern. Liebe Gemeinde, warum musste Jesus sterben? Was hat er denn nur getan? So fragt man sich unwillkürlich, wenn da vom höchsten richterlichen und religiösen Gremium seiner Zeit das Todesurteil gefällt wird. Was hat er denn verbrochen? Er hat, so paradox ist diese Geschichte, Gutes getan. Er hat den Willen Gottes gelebt. Er hat zu guter Letzt seinen Freund, den toten Lazarus, von den Toten auferweckt. Und unserem Bericht des Johannes vom Hohen Rat und von dem, was sie beschließen, unmittelbar voraus geht die Geschichte von der Auferweckung des Lazarus im Johannesevangelium Kapitel 11. Direkt davor
wird dies berichtet und dass das die Menschen miterlebt haben. Und in dieser Geschichte von der Auferweckung des Lazarus leuchtet schon etwas auf, mitten in der Passionszeit von der Osterbotschaft. Da ist etwas zu spüren, dass es weitergeht, auch durch das Leid hindurch. Nicht der Tod, sondern das Leben. Das ist die Botschaft von Jesus und das ist die Botschaft, die die frohe Botschaft froh werden lässt. Aber es geht durch das Leid hindurch. Denn vor dem Grab des Lazarus hat Jesus deutlich diese Botschaft gesagt und ausgesprochen. Wenn er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, wird nimmermehr sterben. Und so ist es gut, dass wir diese Berichte der Evangelien haben. Und hier des Johannes, der dabei war bei dieser Geschichte. Were you there when they crucified my Lord, war die Melodie vom Posaunenchor. Er war dabei und wir dürfen uns jetzt mit ihm da hineindenken. Was da am Grab des Lazarus war, das ist nicht verborgen geblieben und das hat Kreise gezogen. Und die Menschen glauben an Jesus. Aber so ist das in der Geschichte bis zum Ende der Zeiten. Das ruft auch Gegner auf den Plan, noch viel mehr. Wenn Gott Gnade schenkt, dann kommen Neider, dann kommen Gegner. So ist das. Wenn Gott neues Leben schenkt, dann brausen die Mächte des Todes auf. Weil sie wissen, ihre Macht ist begrenzt. Und die Möchtegern-Mächtigen wollen sich krampfhaft an ihrer Macht festhalten. Einige aber von ihnen gingen hin zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Also die Auferweckung des Lazarus. Da versammelten die hohen Priester und die Pharisäer den hohen Rat und sprachen, was tun wir? Was tun wir? Jetzt ist eine Entscheidung gefordert von den Verantwortlichen, von den Juristen, von den führenden Köpfen, den Politikern. Was tun? Fragen wir uns manchmal ja auch in diesen Zeiten, die ganz anders sind. Und das ist sicher gut, dass wir einen Verstand haben, um nachzudenken. Aber wehe, wenn wir uns nur auf den verlassen und nicht auf Gott. Was tun wir mit diesem Jesus, fragen sie sich. Tode weckt er auf, im Namen Gottes heilt er Kranke, vergibt Sündern ihre Schuld, auch im Namen Gottes, setzt sich mit Gottlosen an einen Tisch, an die Ordnungen Gottes hält er sich nicht so genau, an den Sabbat. Was sollen wir tun? Etwa ihm zustimmen, ihm Recht geben? Vielleicht auch noch ihm vertrauen, nie und nimmer. Und so ist das Ende dieser Verhandlung, weg mit Jesus, heißt es, schafft ihn auf die Seite, tot, weg. Wie kommt er dazu, dieser hohe Rat? Aus Angst. Aus Angst. Aus machtpolitischen Erwägungen, aus Unsicherheit. Aus Verantwortung, wie sie sagen, die sie tragen für das einfache Volk. Angst, wenn wir diesen Jesus weitergewähren lassen, dann läuft ihm das Volk nach. Wir haben das nicht mehr unter Kontrolle. Und so ist es, wenn Gott wirkt, dann habe ich nichts mehr unter Kontrolle und das verunsichert. Und das sind machtpolitische Erwägungen. Wenn das die römische Besatzungsmacht Spitzkrieg erfährt, entziehen sie uns vielleicht noch die Verwaltung über den Tempel, über die heilige Stätte, an der wir bislang selber walten und schalten konnten und nebenbei gesagt, und das weiß jeder, an der wir bisher auch sehr, sehr gut verdient haben, an diesem Tempel in Jerusalem. Das war die Einnahmequelle. Die Römer, die könnten uns diesen Tempel wegnehmen, einen Aufstand vermuten, aber wir haben doch auch Verantwortung für das Volk. Also, es ist besser, dass ein Mensch stirbt, anstatt das ganze Volk zugrunde geht. Und so fallen ängstliche Entscheidungen, so fallen egoistische Entscheidungen, so fallen glaubenslose Entscheidungen. Und so werden immer Entscheidungen gegen Jesus fallen, wo Menschen sich nur von ihren Argumenten leiden lassen, aber nicht sich selbst an Gott wenden und ihm vertrauen und ihn fragen. Denn merkwürdigerweise scheint bei der ganzen Überlegung dieses Hohen Rates die Frage nach Gottes Willen hier und das Gebet keine Rolle zu spielen. Erschreckend. Auch erschreckend, wenn ich an manche Diskussionen bei uns denke, in der Gesellschaft und auch in der Kirche.
Wird da die Frage nach Gottes Wille gestellt im Gebet? Weise du mir deinen Weg, leite mich in deine Wahrheit. Johannes berichtet stattdessen, dass der Hohe Rat Angst hat. Aber Angst war noch nie ein guter Ratgeber. Angst vor dem Machtverlust oder vor dem Kirchensteuerverlust. Angst, weil Jesus wirkt mit Gottes Liebe, ohne Furcht. Aber das stört. Er stört. Und deshalb muss er weg. Und den Mächten des Todes fällt immer nichts anderes ein als weg, Tod, Gewalt. Aber das ist nur die eine Ebene. Und Johannes bleibt nicht bei dieser Betrachtungsweise, bei dieser Ebene allein stehen, auf dieser historischen Ebene, auf dieser menschlich nachvollziehbaren Ebene. Johannes zeigt uns auch noch eine andere Ebene, die göttliche. Kaiphas weiß wohl überhaupt selber nicht, wie wahr sein Satz ist, den er da ausspricht. Dass es besser sei, dass ein Mensch stirbt, als dass das ganze Volk zugrunde geht. Er weiß gar nicht, wie wahr sein Satz ist, dass das besser ist für das ganze Volk. Er sagt ihn rein vernünftig, kühl, abwägend, nutzend, Risiko. Aber der Evangelist zeigt uns, dass auch hier Gott seine Finger im Spiel hat. Und was für ein Trost kann das für uns heute sein, wo wir doch auch so wenig verstehen, abwägen müssen. Gott ist da. Er hat auch hier seine Finger im Spiel. Kaiphas sagt das nicht aus eigener Einsicht, kommentiert Johannes. Nein, sondern weil er Hohepriester in diesem Jahr war, weissagte er. Sagt er mehr, als er eigentlich selbst versteht. Und sowas soll vorkommen. Denn Jesus sollte sterben für das Volk und nicht für das Volk allein, sondern auch, um die verstreuten Kinder Gottes zusammenzubringen. Und das ist die zweite Ebene. Und hier kommen wir ins Spiel. Du und ich mit unserer Beziehung zu Gott. Hätte sich die Geschichte einfach historisch abgespielt auf der menschlichen Ebene, schockierend, bedauerlich, ja. Aber es hätte mit uns fast nichts zu tun. Und so ist es, wenn man Jesus einfach in der Historie lässt und ihn da vielleicht versucht wegzusperren, abzuwimmeln, dass er einem nicht zu nahe kommt. Ja, gute Menschen, die einem Justizmord zum Opfer fallen, gibt es allzu viele in der Geschichte. Ja, Gott sei es geklagt. Aber hier kommt drin deine und meine ungerechte Welt. Auch in dein und mein egoistisches Herz will er kommen und es ansprechen und erlösen. Und so ist die Antwort, dass Jesus sterben musste, aus dem Machtkalkül heraus dieses Hohen Rates nur der eine Teil der Wahrheit. Eben der menschlich Erklärbare. Der andere Teil der Antwort auf diese Frage, warum er sterben musste, heißt, weil du und ich genauso egoistisch und so machtbesessen und so ängstlich und so unsicher sind wie die im Hohen Rat damals. Und weil Jesus, Gottes Sohn, bewusst und freiwillig diesen Weg geht, um uns zurechtzubringen, zu retten, herauszuführen, weil er nach Gottes Wille fragt, nein, nicht nur fragt, sondern auch tut, weil er Gottes Wille tut. So bringt er uns wieder zusammen als Kinder Gottes, führt uns weiter, sicher auch durch die Dunkelheit und das dunkle Tal als Hirte, aber führt uns weiter in eine gute Zukunft. Ja, Jesus stirbt wegen des Egoismus von uns Menschen. Und Jesus stirbt freiwillig, um uns egoistische Menschen zu erlösen. Er setzt sich in seiner Liebe ein, für dich und mich, damit du und ich in unserem Ego, in unserer Angst, in unserem Festhalten am Status quo, an der Macht, ich will bestimmen, erlöst werden können durch sein unschuldiges Sterben. Ja, um uns zu erlösen, stirbt Jesus. Und das ist der zweite Teil der Antwort. Um uns zu erlösen, dich und mich. So viel bist du Gott wert. Jeder heute Morgen mit seiner Unsicherheit, mit seinen Fragen, dass er sagt, komm, gib sie mir. Ich trage sie weg. Ich führe dich weiter. Ich erlöse dich.
Sicher, manche fragen spöttisch, manche nachdenklich, ja von was denn? Muss er mich erlösen? Ich bin doch nicht gefangen. Aber machen wir uns nichts vor. Du und ich, wir hätten ebenso gehandelt, wie der Hohe Rat damals. In diesem Teufelskreislauf von Neid und Unsicherheit, von logischen Überlegungen, es ist doch besser, wenn. Aber aus all diesen verderblichen Kreisläufen des Todes erlöst Jesus. Wer an mich glaubt, sagt er, wer an ihn glaubt, verspricht Jesus, wird leben, auch wenn er stirbt. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Das hat er bei Lazarus gezeigt. Glaubst du das? Fragt er Maria, fragt er dich und mich immer wieder. Und das ist ja nicht nur eine Angelegenheit des Herzens, des Kopfes, des Glaubens, sondern auch des Herzens. Sicher, der Kopf gehört auch dazu. Und die Gesinnung. Und wenn Christen dann durch die Jahrhunderte Juden als Gottesmörder beschimpft haben und verschrien haben und gedacht haben, dass man jetzt an den Juden nun genauso handeln müsste und dürfte, ja müsste, wie sie damals mit Jesus umgegangen sind, dann zeigt das nur, wie wenig in der Geschichte, im christlichen, sogenannten christlichen Abendland, in der Kirche, gar nichts, auch gar nichts vom Tod von Jesus verstanden wurde, geschweige denn geglaubt wurde oder im Glauben angenommen wurde. Jesus, der Jude, hat selbst gesagt, was ihr einem meiner Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Und da ist im sogenannten christlichen Abendland in den Kirchen viel Schuld auf sich geladen worden. Glaube zeigt sich eben immer auch am konkreten Leben, wie ich mit anderen umgehe. Da bin ich gefragt, mit Kopf und Herz. Ja, Jesus stirbt wegen meinem und deinem ängstlichen Egoismus und er stirbt, um dich und mich zu erlösen, von Sünde, Tod und Teufel zu erlösen. Und dass es solche Mächte gibt, wird vielleicht geleugnet, aber wenn wir ehrlich sind, wir spüren, dass es sie gibt. Und Jesus ist der Erlöser, Gott sei Dank, von allen Teufelskreisläufen durch. Und ohne ihn müssten wir die komplette Verantwortung für unser Tun und Lassen übernehmen bis zum bitteren Ende. Und das wäre ehrlicherweise nur ewig getrennt von Gott, ewiger Tod. Aber Jesus steht da, ruft heraus aus dem Grab wie Lazarus. Mehr noch, er ist einen entscheidenden Schritt weitergegangen wie bei Lazarus. Er selbst ging ins Grab, in den Tod, damit alle, die an ihn glauben, nicht in Tod und Grab bleiben, sondern leben. Und das führt in eine Freiheit. Also noch einmal die doppelte Antwort auf die Frage, warum musste denn Jesus sterben? Einmal, weil wir das verschuldet haben. Wie Kaiphas und der Hohe Rat, auch wir egoistisch, machtbesessen, lieblos sind. Und zum anderen, weil er dich liebt. Und weil er freiwillig diesen Weg ging, nicht gezwungen. Er ging freiwillig diesen Weg für dich und mich, um uns aus der Angst und Schuld herauszulösen, herauszuführen in ein neues Leben, um die Kinder Gottes in der ganzen Welt zusammenzubringen, um uns alle zu erlösen. Was für ein Herr, was für ein Erlöser. Und genau das bedenken wir in den kommenden Tagen. Seinen Tod und seine Auferstehung. Amen. In einem alten Choral wird genau das so ausgedrückt: O Haupt voll Blut und Wunden.
gepreiset seist du mir, du edles Angesicht. Lasst uns weiter beten. Jesus, wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir. Wenn ich den Tod soll leiden, so tritt du dann herfür. Wenn mir am allerbängsten wird um das Herze sein, so reiß mich aus den Ängsten Kraft deiner Angst und Pein. Und das bitten wir dich, lieber Herr, auch für die Menschen, die vom Leiden gezeichnet sind, für die Menschen, die uns am Herzen liegen, für die Menschen, denen das Leben verleidet ist. Steh ihnen bei, begegne ihnen, lass ihre Schmerzen ein Ende finden und ein Ende haben und stärke sie im Glauben. Schenke ihnen neue Freude und neuen Mut. Und wir bitten dich für die Einsamen, für die Misshandelten, für die Menschen, die kein wirkliches Zuhause haben. Steh ihnen bei als ihre Hilfe und ihr Schutz. Und so bitten wir dich auch für die beiden Christen in Pakistan, die inhaftiert sind. Salmat Mansha und Harun Ayub. Ich kann vielleicht nicht mal richtig ihre Namen aussprechen. Aber du, Herr, kennst sie. Steh ihnen bei mit deinem Heiligen Geist, mit deiner Kraft, mit deinem Wort. Richte sie auf mit deiner Wahrheit, mit deiner Perspektive über ihr Leben. Du bist auch ihr Erlöser. Und lieber Herr, wir bitten dich für die Familie von Petra Lippert auf dem Bleichberg, die mit 58 Jahren viel zu früh verstorben ist. Sei bei der Familie. Stell ihnen Menschen an die Seite, die ihnen Gutes tun. Wehre aller Verzweiflung. Und lieber Herr, wir bitten dich für unsere Welt, ja unsere Gesellschaft in diesen Tagen. Wir bitten dich um dein Erbarmen, dass dieses Virus sich irgendwann doch totläuft, die Pandemie ausläuft.
bitten dich um deine Gnade, dass du uns diese Zeit mit deiner Hilfe bestehen lässt. Und bitten dich für alle, die Verantwortung tragen und übernommen haben, in den Schulen, in der Politik, in der Kirche, wo auch immer, in den Krankenhäusern. Lass sie mit deinem Licht und deiner Wahrheit das finden, was weiterhilft, was recht ist, was dem Frieden dient. Und wir bitten dich, Herr, für die Geschwister in Indien, in der Netanya-Kirche, deren Häuser zerstört wurden. Und wir bitten dich für die Fredmond-Kinder in Uganda und alle Mitarbeiter dort, und für uns alle, dass wir den Weg mit dir gehen, weitergehen. Auch wenn es manchmal steinig oder schwer wird. Dass wir den Weg mit dir weitergehen, den deine Liebe uns weist und dir nachfolgen. Lieber Herr Jesus Christus, du bist doch unser Erlöser. Und so beten wir mit deinen Worten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Noch ein paar kurze Bekanntgaben. Sie können es dann auch zum Teil mitlesen hier an der Leinwand. Immer noch Konfi-Online-Unterricht, aber immerhin. Wieder um 16 Uhr, Konfi online. Und dann kann am Freitag jetzt schon der neue Gemeindebrief abgeholt werden in der Garage von der Pfarrgasse 22 von den Austrägern. Und dann ist am nächsten Sonntag, am Palmsonntag, wieder Gottesdienst. Zusammen mit Pfarrer Karl-Hermann Gruhler, mit der Jugo-Band, wenn ich es richtig weiß. Eine andere Band, aber schön, dass wir diese Möglichkeiten haben. Posaunenchor und Orgel heute, Band am Palmsonntag. Und dann ist am nächsten Sonntag, am Palmsonntagabend, noch hier in der Kirche die Bibelstunde im gottesdienstlichen Rahmen um 19 Uhr. Das Opfer ist heute für die Aufgaben in unserer eigenen Gemeinde bestimmt. Und Sie sehen auch, in der Corona-Pandemie mit Aufnehmen und so weiter, ist alles etwas schwierig geworden, und aber auch alles kostet etwas Geld. Und dann gibt es natürlich draußen diese Unterschriftenliste für die beiden Christen in Pakistan, die inhaftiert sind, dass sie freigelassen werden und einen fairen Prozess bekommen, die Möglichkeit nachher draußen zu unterschreiben. Und jetzt wollen wir mit dem nächsten Lied Jesus sagen, dass wir bei ihm bleiben wollen und das auch für die Menschen bitten, mit diesem Lied, für die wir gebetet haben. Bei dir, Jesu, will ich bleiben.
Und so geht mit diesem Herrn. Geht weiter in die kommenden Tage, Zeiten, mit und unter seinem Segen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.